Liebe Menschen, herzlich willkommen zu meinem Vortrag über alternative Gedankenmodelle zum alten Ägypten. Zu Beginn möchte ich mich erstmal bei dem YouTube-Kanal Die Zuversicht ganz herzlich bedanken, dass die dritte Version von diesem Vortrag veröffentlicht wurde und ich dadurch die Möglichkeit hatte, sehr viele Kommentare zu bekommen und sehr viele Anregungen und Inspirationen zu erhalten von den ganzen Menschen, die sich das angeguckt haben und ihre Meinung dazu kundgetan haben, auch an diese Menschen natürlich ein ganz herzliches Dankeschön. Und ja, in der vierten Version habe ich jetzt die dritte Version ergänzt. Ich habe das nicht alles nochmal neu eingesprochen. Ich hoffe, das klappt mit dem Ton ganz gut und ja, wünsche euch viel Spaß und ja, hoffe, dass ich viele Dinge, die ich jetzt erfahren habe, dort sinnvoll in die neue Version einbauen konnte. Kurz noch zu mir, ich bin Jahrgang 1974 und war 2016 auf einer Reise in Ägypten, die der Anlass war, diesen Vortrag hier zuerst live vor Publikum zu halten und später halt auch im Internet zu veröffentlichen. Ja, viele Sachen werden einfach mal so als wie in Stein gemeißelt dargestellt und präsentiert. Ich will mir das ersparen, immer ständig im Konjunktiv zu sprechen. Und es geht ja im Endeffekt um ja, Inspiration, vielleicht habt ihr schöne Ideen dazu, euch fallen selber noch Sachen ein, die irgendwie anders sein könnten, wie uns das in der Ägyptologie oft dargelegt wird. Ich gliedere den Vortrag oder ich beginne den Vortrag mit drei Hypothesen, unter diesen Hypothesen man sich sozusagen diesen Vortrag so ein bisschen angucken sollte. Die hochstehende Kultur des alten Ägyptens war vor 13.000 Jahren. Dann gab es die Sintflut, danach, dann vor 5500 Jahren, adaptierten die, die wir heute die alten Ägypter nennen, viele der übrig gebliebenen Bauwerke und Tempel und Skulpturen dieser alten Hochkultur. Ich spreche in dem Vortrag einige Male von den alten Ägyptern und von der alten Hochkultur. Damit mit den alten Ägyptern meine ich natürlich das, was vor 5500 Jahren war und mit der Hochkultur das, was vor 13.000 Jahren war. Auf die 13.000 Jahre komme ich durch die Präzision der Tag- und Nachtgleichen. Das heißt, die Sternbilder bewegen sich gegenläufig zu dem, wie es einmal pro Jahr passiert, alle 26.000 Jahre. Das heißt, wir haben, wenn wir das Gizeh-Plateau betrachten und die Sphinx wie so eine Art Uhrzeiger. Und die Sphinx hat vor 13.000 Jahren auf das Sternbild des Löwen geguckt, beziehungsweise ist das Sternbild des Löwen vor 13.000 Jahren im Osten aufgegangen, wo die Sphinx hinguckt und deswegen komme ich auf diese 13.000 Jahre. Und die 9.000 Jahre oder vor 9.000 Jahren, da habe ich mal in einem Vortrag von Klaus Jäger gehört, dass es in den USA eine Uni gibt, die wohl ermittelt hat, dass vor entweder so zwischen 9.000 und 11.000 Jahren in der Vergangenheit liegend eine große Katastrophe, ein großer Kataklysmus gewesen sein muss, der ja, mehr oder weniger die ganze Welt in Mitleidenschaft gezogen hat. Und das wäre sozusagen dann für mich der Nullpunkt, wo dann die Sintflut stattfand. Und ja, so komme ich halt auf diese beiden Zahlen. So, die zweite Hypothese in diesem Vortrag ist folgende. Die hochwertige Kunst, die wir aus dem alten Ägypten sehen, sind Überreste der Hochkultur und damals wurde alles so dargestellt, wie es wirklich aussah, sowohl in der Dimensionierung, was die Größe von Statuen angeht, als auch Mischwesen in jeglichen Ausformungen. Also alles wurde real abgebildet. So, die Tempel und Pyramiden sind ein Einweihungsweg, das ist jetzt die dritte Hypothese, der von Süden nach Norden begangen wurde, warum erkläre ich dann gleich. Ziel war die Erleuchtung und ja, der damit verbundene Zugang zu kosmischem Wissen und Gott und natürlich auch Fähigkeiten in dieser materiellen Welt, die wir wahrscheinlich nur unter Science Fiction verbuchen würden. So, wir fangen an mit einer klassischen Auflistung, wie die Ägyptologie die Zeiteinteilung vornimmt oder vorgenommen hat. Auf der rechten Seite sehen wir einfach ein paar Stichpunkte, die jetzt für den Vortrag relevant sind, außer Kleopatra, das ist nur zur Orientierung, weil man Kleopatra halt kennt, aber vielleicht nicht weiß, wann sie einzuordnen ist zeitlich, sehen wir halt hier, das ist eigentlich schon das Ende des Großägyptischen Reiches gewesen. So, jetzt kommen wir zu einer Auflistung
die ich von daher interessant fand, wenn man sich rechts anguckt, Steinzeit, Kupferzeit, Bronzezeit, Eisenzeit, dann sehen wir, dass wir mit dem Beginn der ersten Pyramide, die dem Djoser zugeschrieben wird, um 2620 bis 2600 vor Christus. Befinden wir uns also mitten in der Kupferzeit, was an sich ja schon so einen kleinen Widerspruch darstellt. Ich habe jetzt hier mal die Härtegrade von verschiedenen Materialien der Morsche Härteskala eingefügt. Und ja, was man halt hier sieht, hier unten ist Kupfer an der Stelle mit dem Wert 3. Darüber ist Kalkstein, aus dem ja viel gebaut wurde, was aufwendig ist, aber vielleicht noch möglich wäre. Aber wenn wir hier zum Beispiel Syenit sehen, Diorit und Granit, das sind Materialien, die da verarbeitet wurden. Der Sarkophag der Königskammer in der großen Pyramide ist aus Syenit. Und ja, die haben deutlich höhere Härtegrade als hier unten das Kupfer. Und ja, es ist also ausgeschlossen, dass man mit Kupfer diese Materialien bearbeiten kann. Und noch zur Orientierung, hier haben wir Eisen mit dem Härtegrad 4. Also selbst mit Eisen ist das nicht machbar, solche Bearbeitung durchzuführen. Ich habe dann hier mal ein paar Pyramiden aufgeführt, sind natürlich nicht alle. Es gibt wohl 118 Pyramiden in Ägypten. Wahrscheinlich gibt es auch ein paar mehr. Ich denke mal, es wird noch gar nicht alles ausgeforscht sein. Und in keiner einzigen hat man je eine Mumie gefunden. Die Mumien waren immer unterirdisch in Mastabas oder im Tal der Könige, in den Bergen, halt ja, in den Fels reingehauenen Grabkammern. Die waren nie in irgendwelchen sogenannten Grabkammern in Pyramiden, die oberirdisch angelegt wurden. Die Toten kamen immer nach unten ins Erdreich. Und dann ist noch ganz interessant, dass Iveta Blömer und ein Herr Kadikschanski von tart-aria.info, einfach mal eingeben, das ist sehr interessant, postulieren, dass es überhaupt gar keine Antike gab, sondern dass die ganzen Ruinen und Tempel als Ruinen so gebaut wurden, um uns eine völlig falsche Vergangenheit vorzuschwindeln, damit wir halt keinen Bezug zur Vergangenheit aufbauen können. Weil das wohl die Menschen dann auch wieder stärken würde, wenn man seine Wurzeln kennt. Was dazu auch interessant ist, sind die Kunstwerke von einem Herrn Piranesi und einem Herrn Hubert Robert. Die haben halt so, ja, riesige Ruinen gemalt, wo die Menschen so im 17., 18. Jahrhundert erst wieder anfangen, dann diese Ruinen zu besiedeln und so ganz ja, Low-Tech-mäßig in diesen unglaublich großen Ruinen dann versuchen, wieder Fuß zu fassen und sich zu orientieren. Also auch das ist sehr interessante Kunst, und bei Piranesi kann man auch nachvollziehen, dass er sich das nicht alles nur ausgedacht hat, sondern dass da viel Realitätsabbildung von bei sind. Dann haben wir das Jahr 1816, was als das Jahr ohne Sommer in die Geschichte eingegangen ist, und auch hier postuliert wurde, dass es sich vielleicht um einen nuklearen Winter handelt. Klingt alles ziemlich schräg, aber guckt euch die Seiten mal an, gebt die Namen mal ins Internet ein. Es gibt wirklich eine ganze Menge Unstimmigkeiten in der Geschichtsschreibung, ja, auf der gesamten Welt. Also die Iveta Blömer und der Herr Kadiczkanski, die belegen es sehr in Bezug auf Russland. Und ja, die haben schon gute Argumente. Das ist schon interessant. Und wenn man sich anguckt, wie, ja, umfangreich hier getäuscht wird in unserer Welt. Also so ein Beispiel ist mal der 11. September, wo man uns erzählt, dass zwei Aluminiumflugzeuge 7 WTC-Gebäude pulverisiert haben sollen. Stahlgebäude, Aluminiumflugzeuge, da kann sich jeder selbst überlegen, wie viel Wahrheit dabei ist. Ja, und genauso scheint es auch in der Geschichtsschreibung eine ganze Menge Lügen zu geben. Wichtig ist zu sehen, dass man hier bei der zweiten Zwischenzeit dann keine Pyramiden mehr gebaut hat. Und der Bereich, in dem wir uns dann noch bewegen werden, ist hier Echnaton, Tutanchamun natürlich ein bisschen, dann Ramses der Zweite, der wird uns auf jeden Fall auch beschäftigen. Ja, und dann geht's gleich weiter. Hier sehen wir auf der Karte in Orange eingezeichnet die Orte, an denen ich 2016 auf meiner Reise war. Und in rötlich eingezeichnet Orte wie halt hier Tell el-Amarna oder das Labyrinth, an denen ich nicht war, die aber in dem Vortrag drin vorkommen.
Und ja, die Chakren habe ich ja aufgrund der Lage der Orte gewählt. Was ich sehr passend finde, ist Tel El Amarna oder beziehungsweise Achet Aton fürs Herzchakra, weil hier Echnaton gewirkt hat und der hat halt keine menschenverachtende Philosophie gehabt, so wie alle vor und nach ihm, sondern für den waren halt Menschen heilig und da steht das Herz doch ganz schön im Zentrum, finde ich, und das passt irgendwie super. Passend zur heutigen Zeit wird Echnaton ja als der Ketzerkönig bezeichnet. Was auch gut passt, finde ich, das Labyrinth, was wir hier oben Havara haben, für das Kehlkopfchakra, weil ja irgendwie man kann doch mit seiner Sprache eine Menge Verwirrung stiften und sich genauso verirren wie in einem Labyrinth. Und wenn man sieht, was ja, wir hier in Deutschland oder in der BRD an Sprachverwirrung seit dem Zweiten Weltkrieg systemisch aufgedrückt bekommen, dann ist ein Labyrinth ja fast noch ein harmloser Ausdruck dafür. Wir verwenden ja nahezu keine Worte, die von Relevanz sind in dem richtigen Kontext, jedenfalls hier in Deutschland. Wir haben also hier diesen Weg der Priester von Süden nach Norden. Wir beginnen im Süden in Abu Simbel, weil das sozusagen eine Übertragung des Nils auf die Wirbelsäule ist, wie man hier hoffentlich ganz gut sehen kann. Und genauso wie man seine Chakren von unten nach oben intensiviert, ist sozusagen in Übertragung der Weg des Novizen von Süden nach Norden zu sehen. Und es kann natürlich auch durchaus sein, dass die Gizeh-Pyramiden schon das Kronenchakra darstellen und Alexandria und Sais, die Priesterstadt im Norden, im Nil-Delta, keine Rolle spielen. Aber ich habe es jetzt einfach mal so eingeteilt, wie ihr es jetzt hier sehen könnt. Es gibt drei Schöpfungsmythen im alten Ägypten. Ich habe hier mal die drei Städte eingezeichnet: Heliopolis, Memphis und Hermopolis. Da gehen diese drei Schöpfungsmythen drauf zurück. Also wir haben einmal die Neuenheit von Heliopolis, altägyptisch Pesetjet. Das fand ich interessant. Deswegen habe ich den Jetpfeiler daneben gehauen. Das ist dieses Objekt hier, das nennt sich Jetpfeiler. Mit vier Querbalken, deswegen fand ich es skurril, weil die von Neuenheit sprechen. Ja, und vielleicht ist Pesel noch irgendeine Silbe, die das erläutert, aber was ich auch noch interessant fand, dass der Sonnengott Atum als Kind aus einer Lotusblüte schlüpfte. Und die Lotusblüten, die haben ja auch bei den Hindus eine ganz besondere Bedeutung, weil die Chakren ja auch in verschiedenen blättrigen Lotusblüten dargestellt werden. Fand ich eine ganz lustige Übereinstimmung von dem alten Ägypten zu den alten Hindus. Und ja, dann seht ihr ja hier noch die hermopolitanische Achtheit und die Kosmogonie von Memphis, die wohl etwas später dazu gekommen ist und die dann den Gott Ptah als Allerobersten definiert hat. Das ist dann sozusagen das, was beim Christen der Oberste, der Gott an sich ist, so habe ich das verstanden. Und aus dem sind dann die anderen hervorgegangen. Während bei der Neuenheit halt Atum, Shu, Tefnut, Geb, Nut und so weiter, dass das so, die sind alle so mehr oder weniger gleichwertig, so wie ich es verstanden habe. Und ich möchte dazu noch ganz kurz etwas vorlesen aus dem Buch Schöpfungsmythen. Und zwar haben wir da einmal fast alle Texte sind in einem Punkt ganz deutlich. Die acht sind die Paare, die das Licht schufen, die Väter und Mütter des Re, die Göttervorfahren, die den Gott des Horizonts machten. Die Sonne ist ihr Erbe. Ja, was ich daran interessant finde, ist, dass da auch das Licht erschaffen wurde, genauso wie in der Bibel ja Gott auch das Licht erstmal erschaffen hat. Also da haben wir also zu verschiedenen Kulturen ja, Ähnlichkeiten, die ich interessant fand. Dann haben wir, die Texte bezeugen einstimmig, dass die Stelle der Welt, wo der Urlotus sich entfaltete, tatsächlich Shnumum in Klammern Hermopolis war, das hier meist mit seinem älteren Namen Unu bezeichnet ist. Ja, also Hermopolis ist halt die griechische Aussprechweise dieser Stadt. Und ja, laut der Kosmogonie geht halt der Urlotus in dieser Stadt hervor und von da ist alles ausgegangen.
Fand ich auch ganz interessant. Und als letztes habe ich hier noch aus dem Buch am Anfang, und man nennt ihn Ptah, der das Ei schuf, das aus dem Nun hervorging. Er vergoss seinen Samen auf das Ei, in dessen Innerem die acht entstanden sind. Also jetzt nochmal zu Memphis. Was ich daran lustig finde, ist, dass ja auch in der Wissenschaft der Urknall laut diesem Jesuiten Lemaître, hieß der, glaube ich, der den Urknall erfunden hat, da wird ja postuliert, dass der vor dem Urknall alles in einem Ei zusammengeschrumpft war. Und ja, dieses Ei kommt halt hier auch wieder drin vor. Ja, fand ich auch eine skurrile Parallele. Zum Weltbild der Ägypter habe ich nochmal aus dem Buch Heilige Zeichen die zwei Seiten rausgenommen. Wir sehen halt auf der einen Seite oben links die Erde, wo gesagt wird, dass diese Punkte, die hier unten drunter sind, also diese drei Punkte hier, dass das halt die Samen sind, die in die Erde eingepflanzt werden. Und wir haben darunter hier den Himmel, der eine Form aufweist, die halt auch so Schrägen hat. Und das fand ich ganz interessant, dass die Pyramiden ja auch solche Schrägen haben. Und wenn das Weltbild von denen hier korrekt ist, dann ist der Pyramideneffekt vielleicht ein Global Scaling-Effekt. Was der Pyramideneffekt ist, werde ich nachher noch referieren. Was ich hier ein bisschen schade finde, ist, dass es diese Illustrationen, die jetzt hier in Tusche gezeichnet sind, auf Papyrus, davon gibt es, oder was heißt, gibt es nicht, aber ich habe nichts davon gefunden als in Stein gemeißelte Reliefs. Das wäre noch ganz interessant zu gucken, ob es noch irgendwo dieselbe Art von Illustration und Weltdarstellung in Stein gemeißelt gibt. Ja, habe ich, wie gesagt, so nicht finden können. Vielleicht ja, gibt es das ja, und das wäre nochmal ein zusätzlicher Beleg, dass das Weltbild von den Ägyptern wirklich so war, wie man es jetzt hier sieht. So, hier habe ich mal aus dem Buch Gesteinskunde, was ein gängiges Lehrbuch ist, ein paar Scans oder beziehungsweise Fotos gemacht, aus denen man ersehen kann, dass es keine Kalksteinbrüche in Ägypten gab oder immer noch nicht gibt. Und dazu zwei Fotos oder beziehungsweise Pläne aus dem Netz, die halt belegen, woher der Stein für die Pyramiden gekommen sein sollen. Also es ist ziemlich widersprüchlich. Ja, wir haben dazu dann noch diese Famine-Stele, die schon 1889 gefunden wurde und auf der wohl aus der hervorgehen soll, wie man künstlichen Stein herstellt aus 29 aufgelisteten Materialien. Dazu hat auch der Josef Davidowitz vom Geopolymer-Institut sehr interessante Sachen gefunden. Der hat wohl noch andere Texte, wohl nicht nur Mineralien, sondern halt auch andere Ingredienzien zur Herstellung von künstlichen Steinen aufgelistet waren, gefunden und dann auch künstliche Steine hergestellt. Und das ist sozusagen Sinn und Zweck des Geopolymer-Instituts. Dazu komme ich dann später nochmal. Und hier haben wir halt auch noch was vom Ephodon veröffentlicht, dass ja, das problematisch ist festzustellen, woher denn das Baumaterial für die Pyramiden kam. Das ist also hier auch allein schon sehr widersprüchlich. Ich spreche im Verlauf des Vortrags oft von Kalkstein. Das hier habe ich jetzt später rausgefunden. Ja, es ist halt ein bisschen unklar, was es wirklich ist. Da gibt es, wie gesagt, sehr gegensätzliche Postulierungen, und da ich kein Geologe bin, kann ich dazu nicht so viel sagen. Ja, man kann auch sagen, dass das, was Lügipedia über diese Stele hier schreibt, ist auch wieder herzallerliebst. Die wird als die Hungersnotstele bezeichnet und als reine Fiktion deklariert, wie das halt immer so ist, wenn irgendwas nicht ins Bild passt. Dann, ja, was nicht sein darf, da kann dann auch nicht sein. Ja, das erstmal zum Thema Grundsätzliches, zum Baumaterialien der Pyramiden bzw. auch vieler Tempel. Das ist halt wirklich ein großes Fragezeichen. Hier noch eine weitere seltsame Begebenheit, die mir aufgefallen ist. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, in so einem Steinbruch zu stehen und dort will ich jetzt den Berg zu Quadern abbauen, dann habe ich hier mal so eine Zeichnung gemacht. Nummer 1, hier sieht man den Berg in einem Querschnitt. Und Nummer 2 wäre, ich würde annehmen, dass ich hier halt so eine Treppen reinbaue in der Größe, in der ich nachher die Blöcke haben will.
Nummer drei ist, ich breche diese Blöcke halt dann als Quader da raus und transportiere sie ab. Jetzt sieht man aber bei Nummer vier, dass wir häufiger mal, und zwar auch überall auf der Welt in alten Steinbrüchen, solche Unterschneidungen hier sehen. Und das ist halt doch irgendwie schon ein bisschen seltsam, weil das den Aufwand, einen Block da rauszuholen, natürlich ungleich höher macht. Und logischerweise wäre es für mich, wenn man hier einfach senkrecht auch den Fels darüber weggenommen hätte, um halt einfacher an den Block darunter ranzukommen. Wir sehen hier mal in einem Steinbruch in Aswan so eine Kante. Dieses Bild hier ist das, zeigt dasselbe, nur von vorne und hier halt einmal von der Seite von schräg oben. Und wir haben halt diesen Unterschnitt hier drin, wie man deutlich sehen kann. Und das ist mir unklar, wie man sowas mit primitiven Werkzeugen macht und warum vor allem irgendwie. Also das ist seltsam. Hier das Ganze mal auf die Spitze getrieben, wir gucken auf eine Wand, aus der so ein Kasten irgendwie anscheinend rausgeholt wurde, aus Stein. Und ja, wieso sollte man sowas mit primitiven Mitteln machen? Da bleibt am Ende irgendwie fast kein handlicheres Stück mehr übrig, irgendwie, was man dann da rausholen könnte. Zumal muss man ja auch gucken, wie man die hintere Wand hier von dem Block, den man raustrennen will, also wie man die davon löst. Man kommt ja hier nicht an die Seite ran, hier ist ja überall Fels, das ist ja wie so ein Fenster hier drin. Also das erschließt sich mir überhaupt nicht, wie man das macht und warum man das so gemacht hat. Und ja, eine weitere Skurrilität auch in dem Steinbruch dort in Asuan. Wir sehen halt hier, wie hier halb rund geschnitten wurde. Es ist also keine Ecke hier. Hier sieht man es auch ganz gut. Also der Fels, also die Aussparung, die übrig geblieben ist, die ist halt hier nicht eckig, sondern rund. Und man sieht, das ist ein ziemlich großer Teil hier irgendwie. Ein Mensch wäre wahrscheinlich von hier bis hier irgendwie so diese Größenordnung vielleicht. Das ist also schon ganz schön fett. Und ja, das in klein sieht man dann sowas hier von, das ist jetzt auch aus dem Steinbruch, in dem Fall hier von oben, ein fast viereckiges Loch, wobei es halt auch nicht eckig ist, sondern halt auch abgerundete Ecken hat, wie man ja hier sehen kann. Und auch hier, das sind glaube ich so 40 cm Kantenlänge und 1,5 Meter tief so in dem Dreh. Ja, wozu und wie macht man denn sowas aus allerhärtestem Granit? Das ist schon irgendwie skurril, was da so zu finden ist. So, ich spreche jetzt auch im weiteren Vortrag häufiger mal über Reliefsorten und da gibt es halt einige, die wollte ich jetzt noch mal ganz kurz durchgehen. Wir haben halt perfektes Hochrelief auf sehr harten Steinen. Da habe ich oben links mal ein paar Beispiele eingefügt. Das kommt ja auch recht häufig vor. Dann haben wir ein perfektes Tiefrelief auf harten Steinen, wie man oben rechts sehen kann. Also wirklich ordentliche Linien, auch ziemlich tief reingearbeitet. Dann haben wir perfektes Hochrelief auf nicht so harten Steinen. Das kommt auch recht häufig vor, was wir dann halt hier sehen, wo dann, na, wo ist die Maus? Hier, da so eine Sachen. Das ist auch schon beachtlich in der Qualität. Und wir haben perfektes Tiefrelief auf nicht so harten Steinen, was eher selten vorkommt. Am häufigsten haben wir die Mischung aus Hoch- und Tiefrelief und auch das schlechte Tiefrelief. Das schlechte Tiefrelief ist total oft zu sehen. Ja, da könnte man ganze Bände füllen, was mit diesen ja, furchtbar wie mit Schraubenzieher reingehämmerten Objekten aussieht. Also das ist wirklich inflationär, wie oft sowas zu sehen ist. Und ja, erstaunlich, dass sowas dann als Datierungsgrundlagen genutzt wird. Ja, die Mischung aus Hoch- und Tiefrelief sieht man ja hier auch ganz schön. Die hat man sowohl in harten als auch in weichen Steinen. Dazu gehe ich auch später noch ein bisschen mehr drauf ein. Ja, da gibt es halt die These, dass man sowas mit Schablonen oder Art Stempeln gemacht hat, die man dann in weichen Stein reingedrückt hat. Ich habe einfach mal ein Experiment gemacht. Ich habe einen Dübel genommen, den halt in Knete reingedrückt. Damit würde ich halt ein Tiefrelief erzeugen. Dann habe ich dieses Teil wiederum auf Knete draufgedrückt und dieses Hochrelief erhalten, wobei man hier schon einen deutlichen Qualitätsverlust sieht. Man muss natürlich auch beachten, dass man dann ein Trennmittel haben muss, sonst kriegt man die Teile nicht mehr auseinander. Und das, was man hier sieht, ist halt auch ein Hochrelief, in dem Fall ziemlich schlecht, weil die Knete an der Stelle hier in der Mitte zum Beispiel schon ein bisschen ausgehärtet war und deswegen kein Abdruck mehr möglich war. Also selbst mit so einem simplen Teil hier in weicher Knete vernünftige Abdrücke herzustellen, ist jetzt nicht ganz trivial. Das
wurde nämlich oft kommentiert in der Version 3, dass das alles mit ganz easy mit irgendwelchen Schablonen gemacht wurde. Und wir sehen ja hier zum Beispiel die Rundung einer Säule, wo hier so schablonenhaft das Tiefrelief oder die Mischung aus Hoch- und Tiefrelief erzeugt wurde. Ja, also da die Oberfläche des Steins zu erweichen und dann da eine Schablone reinzudrücken, das ist alles nicht so ganz trivial. Vielleicht hat man das auch mit Säure gemacht. Was ich mir mit Säure vorstellen kann, sind solche Sachen wie hier, so diese Zacken, weil da hat man eine Tiefe. Und wenn man jetzt eine Säure hätte, von der man weiß, dass die das Material halt in der und der Zeit so und so tief wegfrisst, dann würde das gehen. Hier haben wir aber verschiedene Tiefen. Hier ist ja so eine Halbkugel in dem Kreis eingearbeitet an der Stelle hier. Und das kann man zum Beispiel wiederum nicht mit Säure machen. Also ja, da ist es auch, wenn ich mir das angucke, natürlich denkt man erstmal, klar, das hat man mit einer Schablone einfach reingedrückt, aber wo ist die Formel, die den Stein weich macht, oder ist das wieder eine Frequenz? Wie drückt man die Schablone da so rein, dass es halt auch nichts an der Seite quetscht? Wir sehen ja hier diese extremen Quetschränder, die wir hier haben, rechts und links hier, das sind alles Quetschränder, die halt dadurch entstehen, dass man dieses Teil halt umgekehrt da drauf drückt. Und so eine Quetschränder gibt es nur an ganz wenigen Stellen. Da gehe ich dann später auch nochmal drauf ein. Dann habe ich hier diese kleine Mini-Statue eingefügt. Die ist 19 cm groß und aus Terrakotta-Material. Also wurde wahrscheinlich gebrannt. Was mir hier auffällt, ist, dass diese Statue eigentlich zu klein ist. Die passt nicht in diese Negativform rein. Man sieht unten die Kante, das passt ganz gut. Aber oben hier, ne, das haut nicht hin. Vielleicht hat man dann das Positiv aus der Negativform genommen und dann gebrannt und beim Brennen ist es geschrumpft. Keine Ahnung. Aber diese Positivform passt nicht in diese Negativform. Und etwas in 19 cm Größe zu machen und in Terrakotta-Material ist was ganz anderes als etwas Meter groß in Granit oder Kalkstein zu bringen. Dann wäre noch die Frage, wenn man solche Schablonen gehabt hätte, um Hieroglyphen, sowas wie hier, da reinzudrücken, wäre es dann nicht auch ein kurzer Schritt, einfach um Buchdruck mit beweglichen Lettern zu erfinden? Also da sind sie ja anscheinend nicht drauf gekommen, jedenfalls gibt es dafür keinen Beleg. Die Papyri wurden alle mit Hand beschrieben. Und das ist halt meiner Meinung nach eine relativ nahe Übertragsleistung von Schablonen, die ich in Stein drücke, zu beweglichen Lettern, die ich zum Buchdruck benutze. So, hier habe ich mal aus diesem Buch, Grasima, diese beiden Bilder hier rausgenommen, um zu zeigen, wie um 1900 ja, solche industriellen Anlagen aussahen. Die hat man hier auch schon eine spiegelglatte Säule, die wurde da halt in einer Walzendreherei angefertigt, weil auch hier die These von den Kommentatoren auf YouTube vertreten wurde, dass viel gegossen wurde, auch von den Säulen und diesen riesen monumentalen Geschichten. Also um 1900 hat man es halt so gemacht. Was ich immer dabei erstaunlich finde, ist, dass die Säulen ja leicht konisch gemacht haben. Die sind ja nicht parallel. Und das finde ich eine absolute unfassbare Leistung. Ich war bei einem Steinmetz, der hatte dieses Buch, da habe ich diese Fotos gemacht und der hat mir dann auch diese Urne hier gezeigt, die um 1900 erstellt wurde. Und zwar komplett von Hand. Und dieser Umhang oder dieses, was hier so aussieht wie so ein Tuch, was um die Urne gelegt ist, das ist halt alles aus diesem schwarzen Schwedengranit. Und das wurde halt mit der Hand erzeugt. Und der Steinmetz meinte auch, dass es heutzutage nicht mehr viele Menschen gibt, die sowas noch können, in so einer Akkuratesse einen Stein zu bearbeiten. Das heißt, also selbst in den letzten 120 Jahren ist die handwerkliche Fähigkeit schon enorm gesunken. Und wenn man sich dann mal vorstellt, dass es vielleicht früher Handwerker gab, die mit, ich sag mal, jetzt 13 Jahren ihre Ausbildung angefangen haben und dann ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben, dann hatten die wirklich Fähigkeiten, die uns jetzt als Science Fiction erscheinen. Also diese Rundung hier zum Beispiel, die ist perfekt. Ne? Also alles, das wurde alles mit einer Schablone gemacht und diese Schablone hat man dann halt immer weiter rumgelegt. Und man sieht ja auch hier von der Seite, auch die Rückseite hier an dieser Urne, hinter dem Henkel.
Ne, die wurde auch entsprechend angepasst. Und man kann dieses Teil ja nicht auf eine Drehbank setzen, drehen und dann hat man da eine perfekte symmetrische Form. Nee, das wurde also mit viel Handarbeit um 1900 ohne irgendwelche Hightech-Geräte erzeugt. Und ich meine, der Härtegrad von 7 bis 8, der ist schon enorm. Das ist schon ein ziemlich hartes Material, was damals da verarbeitet wurde. Was ich bei dem Steinmetz auch interessant fand, der hat mir dann mal gezeigt, wie das aussieht, wenn man mit einem ungehärteten Eisenmeißel auf Granit draufhaut. Und drei Schläge hat er gemacht und der Meißel war komplett vorne mit Dellen versehen und hatte Riefen drin. Und er meinte, solche Meißeln muss man auch regelmäßig härten, um diese Arbeiten damit durchführen zu können. Und das war halt noch ein Meißel, der halt schon lange nicht mehr gehärtet wurde. Ja, und selbst mit Eisen kannst du es völlig vergessen, Granit zu bearbeiten. Diese Werkstätten wurden mit Dampfmaschinen betrieben. Ich glaube, jede Werkstatt hat immer eine fette Dampfmaschine, die dann alle Drehbänke angetrieben hat. Hier habe ich jetzt mal ein paar Statuen nebeneinander gestellt, um die Größen zueinander zu zeigen und eine Erklärung für diese Größen. Und ja, ihr seht es ja, es hat mit Bewusstsein zu tun. Es wird halt dort dargestellt, in was für einem Bewusstseinszustand sich die Menschen befinden, was dort möglich war. Und ihr seht es ja selber, wir haben also 1,50 Meter groß. Da fängt es an. Das ist also das, was wir im Mittelalter hatten, wo wir die Burgen hatten, in denen diese kleinen Durchgänge waren, wo halt ja, die Menschen deutlich kleiner waren als heute. Jetzt sind wir bei diesem 1,80 Meter in der zweiten Bewusstseinsebene angekommen. Dann gibt es die 4 Meter großen in der dritten Bewusstseinsebene. Die 10 Meter großen und die 17 Meter großen, bis dahin geht es dann. Es gibt auch die These von dem Kanal Fossilien der Götter, dass viele dieser Statuen sogenannte Mudfossils sind, also MUD, Flutfossilien. Wobei meiner Meinung nach ist ja jedes Fossil durch sowas wie eine Flut entstanden, weil man halt irgendwie innerhalb kürzester Zeit einen Luftabschluss bewerkstelligen muss. Es muss dann aber auch noch andere Möglichkeiten geben zu fossilieren, weil ja dann auch die Organe und alles mit fossiliert, auch die Haut und so, jedenfalls so, wie das dort postuliert wird. Und es gibt auch tatsächlich ein paar Statuen, die sehen so aus an einigen Stellen, als wären da wirklich noch die Organe zu sehen oder die Innereien. Das werde ich euch im Verlauf noch an einigen Stellen zeigen. Ja, dann müsste es aber irgendeine andere Art geben, wie halt nicht nur die Knochen fossilieren, wie bei den Dinosauriern das postuliert wird, sondern halt auch wirklich die ganzen Weichteile. Ich habe auch tatsächlich schon mal ein Fossil von einem Insektenflügel gesehen. Also das ist möglich, dass so feinste Abdrücke gebildet werden können. Ja, und die zweite Sache ist, dass postuliert wurde, dass einige dieser Statuen quasi mit so einer Art Gips, sage ich jetzt mal, überzogen wurden. Also das sind Menschen, die einbalsamiert wurden, mumifiziert wurden und dann wurde über die Mumie quasi eine Schicht Putz gepackt und mit der Zeit versteinert das alles dann miteinander. Es gibt auch einige Statuen, die so aussehen, als hätten sie Hohlräume, werde ich euch dann auch noch zeigen. Auf jeden Fall skurrile These und ja, unter dem Gesichtspunkt werde ich so ein paar Sachen dann nochmal rausarbeiten. Hier finde ich noch interessant, ich habe es jetzt reingenommen, weil wir gerade bei den Statuen sind, dass hier postuliert wurde, dass es Statuen gibt, die absolut spiegelsymmetrisch sind, wie das hier so ausgemessen wurde. Meiner Meinung nach sieht man aber an diesem Beispiel, dass die Augen hier nicht spiegelsymmetrisch sind. Dieses linke Auge, also das von uns gesehen linke Auge, ist ein bisschen größer als das rechte. Und ja, das finde ich schwierig, wenn man sowas postuliert. Also ich habe selber das nicht nachvollziehen können. Ich habe mir eine Menge Statuen angeguckt, wie zum Beispiel auch die hier und die hier. Die haben alle leichte Asymmetrien. Also hier sieht man den Mundwinkel zum Beispiel, der ein bisschen tiefer ist. Auch die Augen sind nicht hundertprozentig. Hier der Ansatz der Augenbraue ist nicht hundertprozentig. Bei ihm sieht man, wie der Nasenflügel hier so ein bisschen anders ist als auf der Seite. Also die sind nicht symmetrisch. Die sind so wie menschliche Gesichter halt auch asymmetrisch sind, sind das einfach perfekte Abbilder von menschlichen Gesichtern. Und ja, vielleicht gibt es auch Statuen, die komplett symmetrisch sind, aber das Beispiel, was hier angeführt wurde in einer Dokumentation, ist meiner Meinung nach offensichtlich an den Augen nicht spiegelsymmetrisch. Klar, es ist schon nah dran und es ist auch schwierig, sowas herzustellen, aber
Und ich sage auch, eine perfekte Symmetrie kann man nicht menschlich herstellen. Das geht nur mit einer Maschine. Da bin ich auch bei der Dokumentation. Aber ja, ich habe halt noch kein perfekt symmetrisches Gesicht gesehen von irgendeiner Statue im alten Ägypten. Und wir gehen jetzt einfach mal so ein paar durch und ihr könnt euch dann angucken, wie ja, das dann mal größer wird. Hier geht es jetzt weiter. Hier sehen wir zum Beispiel die Statue aus Achmin. Das ist die größte Statue einer Frau aus der Antike, falls das Wort Antike hier überhaupt richtig ist. Ja, hat also schon 5, 7 Meter Größe. Zeigt also schon deutlich, ja, was dort möglich war in diesen Tempeln. Jetzt geht es hier weiter nach Abu Simbel. Der Vortempel nenne ich das jetzt mal, auch schon ziemlich groß. Hier nochmal ganz zu sehen. Hier sehen wir den in Memphis die größte stehende Statue, die gefunden wurde in einem Feld von den Bauern. Leider fehlen die Unterteile der Waden und die Füße, aber es wäre die bisher größte stehende Statue gewesen, die man so gefunden hat aus der Antike. Und wir haben hier in Luxor die Memnon-Kolosse. Hier sieht man mal einen von der Seite von schräg hinten. Das sind die größten sitzenden Statuen, die man gefunden hat, also freistehend, aber sitzend. Dann sehen wir hier Abu Simbel, wo es die größten Statuen der Welt gibt, die ja, wie ihr sehen könnt, nicht frei schweben, freistehend sind, sondern halt aus dem Fels geschlagen wurden. Wenn sich jetzt jemand wundert und sagt, nee, die sind doch eigentlich größer, als es hier mit den, was haben wir, 15 Metern in etwa zu sehen ist. Ich habe die Sockel jetzt in dem Bild nicht mit drin, weil es mir ja nur um die Größe der Menschen ging. Also die Sockel sind auch nochmal über 2 Meter hoch von diesen Statuen. Ja, hier nochmal als Abschluss. Ja, und was auch auffällt, ist die Tatsache, dass bei den Statuen, wenn ein Bein vorne steht, immer das linke Bein vorne steht. Oder sie stehen halt mit beiden Beinen parallel zueinander. Aber es kommt nur in ganz wenigen Ausnahmesituationen vor, dass das rechte Bein vorne steht. Ich denke, hier wird halt auch angedeutet, dass sozusagen der erste Schritt mit der rechten Gehirnhälfte, weil es ist ja über Kreuz vernetzt, getan wird und eine Andeutung auf die Intuition in den Statuen mit diesem Schritt gegeben wird. Ja, ich habe ja gerade gesagt, Abu Simbel sind die größten Statuen der Welt. Da habe ich mich dann doch ein bisschen geirrt. Es gibt den großen Buddha von Leshan, 71 Meter hoch. Also das schlägt dem fast den Boden aus. Das ist unfassbar groß. Also die Abu Simbel-Figuren sind 17 Meter hoch. Die würden eben also bis hier in etwa gehen, irgendwie vielleicht bis zum Knie. Nicht mal bis zum Knie würden diese Hoshis hier hoch sein. Also das ist enorm. Hier halt aus dem Felsmassiv rausgehauen. Ich glaube, datiert wurde es um 700 nach Christus, ganz sicher bin ich mir nicht, aber das ist ja eh so eine Sache, wie soll man das datieren? Ja, proportionsmäßig passt es mit den Händen natürlich nicht so richtig, also so würden wir unsere Hände nicht über die Knie legen können. Das ja, ist ein bisschen seltsam, wie die das gemacht haben, also das haben die in Ägypten hier schon besser hinbekommen mit den Händen. Was auffällt, der hat ja auch so stämmige Beine hier. Ne? Die sind ja ultra stämmig hier, also so wie bei denen, die sind auch schon sehr stämmig, aber bei ihm ist es noch extremer. Und das fand ich ganz interessant. Das hat, glaube ich, auch Axel Klitzke mal postuliert, dass wenn man davon ausgeht, dass es Riesen in dieser Größe gab, dann müssten die dickere Beine gehabt haben, weil das Körpergewicht nicht proportional, sondern überproportional ansteigt zur Körpergröße. Ja, finde ich auf jeden Fall eine interessante Geschichte, dass bei beiden völlig, also tausende von Kilometern entfernten Kulturen, die Riesenstatuen solche dicken Beine haben, die ja doch ein bisschen unproportional aussehen zu menschlichen Beinen. Ja, also es gibt noch größere Statuen als die in Abu Simbel. Wollte ich nur mal kurz reinwerfen, weil es ist ja wirklich schwer beeindruckend, wenn man sich mal anguckt, wie hier die Menschen die Treppe hochgehen. Also, wie riesig dieses Teil ist, das ist schon erstaunlich, was uns die alten antiken Kulturen alles so hinterlassen haben. So, hier sehen wir nochmal Abu Simbel.
Das ist, wie gesagt, unser Startpunkt. Und zwar deswegen, weil man hier anhand der Größe, das sind die größten Statuen, man zeigt hier dem Novizen, was ist möglich. Das ist sozusagen, es wird das Ziel präsentiert. Wir sehen also die höchste Bewusstseinsstufe, die hier erreichbar ist. Der Tempel an sich soll drei Göttern gewidmet sein: Amun-Re, Re-Harate und Ta, schwer aussprechbar. Ja, was die Götter an sich repräsentieren, könnt ihr ja selber lesen. Was mich nur wundert, ist, warum sind es nur drei? Also auf Wikipedia steht, dass der vierte ist dann halt natürlich Ramses der Zweite, aber das halte ich für fragwürdig, weil halt Ramses der Zweite ein Mensch war und hier drei Götter dargestellt sind. Ich nehme doch auch an, dass da wir vier Statuen hier unten sehen können, in dem Bereich hier, ne, die ist, man sieht hier deutlich vier Statuen, wird das wahrscheinlich auch vier Göttern gewidmet worden sein. Jetzt sehen wir in den Tempel, also wir gucken uns den Grundriss an und haben erstmal so ein Grundprinzip von einem ägyptischen Tempel schon dahingehend gewahrt, dass wir sehen, dass alles immer von dem Großen zum Kleinen wird. Also wir sehen noch draußen, hier angedeutet durch die Füße, diese riesigen Statuen kommen dann hier in den Raum rein, wo kleinere Statuen sind, dann hier noch ein Zwischenraum und hier sind dann halt menschengroße Statuen und auch die Räume werden entsprechend immer kleiner. Was ein bisschen auffällt, ist, dass die Seitenräume hier alle so ein bisschen schief sind und ja, für mich ein Indiz dafür, dass ursprünglich mal nur die innere Tempelanlage gerade durchging und diese Seitenkammern hier erst später gebaut wurden, weil es sieht so ein bisschen unrund hier aus. So sieht das Ganze von innen aus. Wir haben also hier, ich glaube, 3,70 Meter hohe Statuen. Ich weiß leider nicht ganz genau. Das sind halt diese hier, die hier stehen, 2x4. Dann geht es hier durch zum nächsten Raum und in das Allerheiligste. Hier sehen wir diesen Zwischenraum. Das sind die vier Säulen hier, die man hier sehen kann. Und im hinteren Raum sitzen dann die vier Götter. Auffällig ist dabei noch, dass es hier keinen Pylon gibt oder sowas. Das unterscheidet diesen Tempel deutlich von vielen anderen Tempeln in Ägypten. So haben das Zeichner gezeichnet von der Lepsius-Expedition, hier um 1842 bis 1845. 3 Jahre waren die da in Ägypten und haben sich da alles ganz genau angeguckt und sehr gut wiedergegeben. Und ja, was hier auffällt, ist die Bemalung. Hier, die sind alle knallebunt, während die vier Skulpturen, die hier zu sehen sind, ja, farblos sind. Irgendwie, die wirken auf mich, als wären die abgewaschen worden. Und ja, der Tempel wurde ja versetzt und vielleicht hat man dabei auch ja, ein bisschen mehr beseitigt, als man angenommen hat. Aber ich glaube, dass die Darstellung, die wir hier sehen, das doch eher zeigt, wie es ausgesehen hat, weil die zeigen ja zum Beispiel auch hier, wie die Hände weggeschlagen sind, das, oder hier das Teil, der Teil vom Gesicht, wie hier das fehlt. Das kommt mit denen, was man hier sieht, eigentlich ganz gut hin so. Aber ja, die Farben haben die, glaube ich, nicht dazu fantasiert, sondern die Farben, die waren da so, als sie da irgendwie in diesen Jahren 1842 bis 1845 angekommen sind, noch vorhanden. Naja, heute nicht mehr. So, hier das Ganze nochmal als Gesamteindruck. Hier auch von der Lepsius-Expedition eingefügt. Das ist also ein perfekter Aufriss von der Geschichte. So wird wahrscheinlich der Konstruktionsplan also ausgesehen haben. Wenn ein Architekt das geplant hat, dann hat er so einen Aufriss gezeichnet, wie man ihn hier sieht. Und der wurde dann halt entsprechend in den Stein umgesetzt. Finde ich also auch schwer beeindruckend. Hier sieht man ja auch noch die Sandstandslinie, wie viel da vom Sand bedeckt war. Ja, und die waren wirklich pedantisch in dem Ausmessen und Wiedergeben dessen, was sie da gesehen haben. Und hier als Orientierung, diese Figur hier ist in etwa menschengroß. Und ihr seht ja, das Sockel, der Sockel dahinter ist halt noch ein bisschen größer als der Mensch. Und jetzt kommen wir hier nochmal auf diese Ausbesserung zu sprechen, die unter dem Arm der Statue, die angeblich Ramses II. Zeigen soll, gemacht wurde.
Und wir springen jetzt gleich beim nächsten Bild auf die Seitenansicht von diesem Mauerwerk hier und sehen halt hier auch wieder die Kartusche von Ramses II. Hier schon ein bisschen verwittert. Und das ist halt ja nur ein großes Indiz dafür, dass Ramses II. Nicht in der Lage war, solch große Statuen zu erzeugen oder zu bauen, weil wenn diese Ausbesserung, wenn er in der Lage gewesen wäre, große Steine zu verarbeiten, hätte er hier einfach einen sauber geschnittenen Stein, der da perfekt reinpasst, einsetzen können und hätte nicht da irgendwie so eine Flickschusterei betreiben müssen mit irgendwelchen Ziegeln, wo er dann noch irgendwie stolz seinen Namen draufschreibt. Also ich denke, er war der Bauherr dieser Maßnahme, diese Ziegel aufeinander zu stapeln, aber niemals derjenige, der diese Statuen dort gebaut hat.